Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. Das Spiel wird einfach niemals enden, wird, weil es gefühlt 300 Stunden wahrscheinlich geht. Was ich sehr mag. Und auch wieder ein sehr schönes Hintergrundlied gerade, was sie remixed haben aus dem Original. Hallo, Ladies, lassen Sie sich nicht stören. Ja, wir sind in Costa del Sol. Am Strand in sexy Outfits. Also mehr oder minder sexy, je nach Charakter. Und zwar haben wir uns beim letzten Mal... Was war denn im letzten Part? Wir sind auf jeden Fall mit dem Shinra-Schiff hier in Costa del Sol angekommen. Und ja, wir wollen halt die Schwarzkutten weiter verfolgen, wenn ihr euch erinnert. Die ja Sephiroth quasi suchen. Die hatten jedenfalls auch mal ein bisschen Bock auf Auszeit und haben sich hier dann am Strand ein bisschen begnügt. Bis Hojo kam und dachte, er will sich die einfangen und ein paar Experimente mit denen durchführen. Das übliche halt. Wir haben sie tatsächlich beschützt. Mit Yuffies Hilfe sogar noch. Und ja, jetzt chillen wir hier ein bisschen rum. Kurze Pause, ne? Bevor es weitergeht. Ich überlege gerade. Das Ding ist, ich hatte, glaube ich, 20, 30 Minuten. Ich weiß nicht, ich war schon mitten ein paar drin, beziehungsweise also, ja, Mitte vielleicht nicht, aber ich hatte auf jeden Fall schon ein bisschen hier weitergemacht und musste dann leider, ja, weg, beziehungsweise ist was dazwischen gekommen. And the thing is, it's gone. It's a safe, it's gone, also es ist weg. Und weil das halt so abrupt mittendrin war, mache ich es jetzt nochmal. Das heißt, ja, ich kenne die nächsten 20 Minuten plus minus halt ein bisschen schon. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst und euch nicht wundert. But ja, dachte ich, sag's mal. Ich wollte das jetzt halt auch nicht so mit einem lieblosen 20-Minuten-Part füllen plus der Safe ist halt weg. Deswegen, joa. Anyway. Wie auch immer, wir machen weiter in Costa del Sol. Nach wie vor alles viel, viel größer und viel mehr als im Original. Ich bin gespannt, wie sich die Story weiterentwickelt, weil wir hatten jetzt schon so ein paar Sachen, die komplett anders waren als im Original. Zuletzt eben in Junon, wo Rufus mit uns ein Abkommen quasi schließen wollte, dass wir Sephiroth für ihn erledigen und Shinra uns ja quasi dann in Ruhe lässt einfach. Ging schief, weil Yuffie versucht hat, ihn umzubringen und er dachte, die gehört zu uns. Well. Aber auch auf der Kreuzfahrt waren halt wieder die Kutten unten anwesend. Da gab es dann ein Kartenspiel zum Beispiel. Und auch immer mehr bei Dialogen. Zum Beispiel in Costa del Sol hatte Aeris ein paar Sachen gesagt, beziehungsweise Red ihre weiße Materia gezeigt, die aber irgendwie nutzlos hier zu sein scheint. Also ja, ich bin sehr gespannt, was uns noch erwartet. Zum Beispiel die Barlady, die an der Bar sitzt. What a surprise, Tifa. Es war niemand hier, deshalb war ich so frei. Ein Costa del Sol. Den habe ich im siebten Himmel auch manchmal gemixt. Und davon geträumt, mal herzukommen. Das alles fühlt sich so endlos weit weg an. Irgendwie surreal. So weit nun auch wieder nicht. Willst du zurück? Zum siebten Himmel? Klar, sofort. Wobei davon ja nichts mehr über ist. Dass das momentan leider nicht geht. Zumindest versuche ich mir das einzureden. Hey, soll ich dir auch was mixen? Danke, aber das hebe ich mir für die Wiedereröffnung vom siebten Himmel auf. Habe ich Barrett versprochen. Wann habt ihr das denn abgemacht? Streng geheim. Du und deine Geheimniskrämerei immer. Ja, ich finde nach wie vor, dass die Charaktere im Remake weitaus sympathischer sind. Ich konnte mit Tifa im Original absolut nichts anfangen, auch in dem Film nicht, dem Edward Children. Ich fand sie einfach, weiß ich nicht. Sie hatte Bubas und das war's. Ich konnte ihr nichts abgewinnen, aber selbst Red zum Beispiel, wo ich ihn da sehe, selbst der hat so viel mehr Charaktertiefe und ist sympathischer um, keine Ahnung, meilenweit. Aber ich will immer noch Pro Aeris, nur damit ihr es wisst. Sie ist cutest und beste und... Ja. Aber ja,
Allgemein merke ich halt, dass ich viel, viel mehr Sympathie mit den Charakteren aufbaue als im Original. Hojo hat den Leuten hier alles verdorben. Obwohl, eigentlich ist es ja unsere Schuld. Beim nächsten Mal muss ich ruhiger bleiben. Mach dir deshalb keine Vorwürfe. Jeder, der das gesehen hätte, hätte genauso gehandelt. Ja, beim nächsten Mal zerfleische ich ihn. Entschuldigung, bin ich dafür. Scheiß auf Hojo. Um den traut sowieso keiner. Hey, honestly. Ich hätte auch so gern Bock auf den Urlaub. Vor allem im Moment, ne? Es ist nicht mein Jahr. Erst Probleme mit dem Stromzähler, dass ich viel zu viel nachzahlen musste. Dann, jetzt habe ich einen Wasserschaden im Bad seit gestern Abend, weil das Dach wohl undicht ist. Da kommt morgen jemand von der Hausverwaltung. Es ist nicht mein Jahr. Ich hätte wirklich gerne mal wieder ein, zwei Wochen einfach irgendwo abschalten und scheiß auf alles. Hört sich doof an, aber im Moment, mein Kopf ist halt echt so. Warum, Digga, warum? Verrückt, wenn man bedenkt, dass irgendwo da hinten Midgar liegt, nicht? Meine richtige Mutter, sie hieß Ifalna. Hojo hat sie eingesperrt und Experimente durchgeführt, weil sie eine Zetra war. Quasi, was Hojo bei ihr auch machen wollte. Aus diesem oder auch Grund angefangen hat im ersten Remake. Hasse ich ihn. Zutiefst. Manchmal denke ich sogar an Rache. Ich male mir aus, wie er leidet. So sehr, dass ich selbst erschrecke. Das sind doch bloß Gedanken. Und die tun keinem weh. Ist schon okay. Meinst du wirklich? Zerbrich dir den Kopf, wenn es soweit ist, Aeris. Das ist früh genug. Dann kannst du ihn immer noch umbringen. Ich helfe dir so oder so. Hörst du? Wie ritterlich. Sollen wir? Den Kopf zerbrechen kann ich mir später. Hast schon recht. Ich zähl dann auf dich. Hörst du? Klar. Nicht dich. Ich meinte mich in der Zukunft. Sicher bin ich dann absolut umwerfend. Wirst schon sehen. Aber das bist du jetzt schon. Kinder, sie machen sie viel zu sympathisch und so, ja. Zukunfts-Aeris macht keinen Scheiß. Ich sag dir, mein Gott. Kann ich. Den heutigen Tag werde ich niemals vergessen. Im Grunde Klei. Sie ist einfach so ein Engel, Kinder. Ich kann nicht. Ja, Ifalna, hat man im Original nicht wirklich was von gehört, ne? Halt auch, dass sie gefangen genommen wurde und Experimente mit ihr gemacht wurden, aber ich glaube eher in einer Nebenquest später irgendwann. Oder war das in der Main Story sogar? Dass sie gefangen genommen wurde von Hojo? Kann auch sein, dass es später in der Main Story vorkommt, ich weiß es nicht mehr. Aber viel war ja wirklich optional im Original. Und auch so war die Story halt einfach nicht so tief. Ist halt cool, was sie alles noch dazu packen. Ja, weiter, beziehungsweise gleichzeitig eben neu auflegen und sich dadurch nochmal ändert. Von der Grafik mal außen vor, die Grafik ist einfach Bombe auf der PS5, ja. Das ist schon sehr geil. Mal sehen. Und dann ist die andere Frage, wann der dritte Teil rauskommt. Und inwieweit? Ihr wisst schon,
es ein Happy End gibt. Bennett. Ich geb's ja nur ungern zu, aber die Kleine hat uns vorhin den Arsch gerettet, während ich rein gar nichts für die Schwarzkutten tun konnte. Heißt Hojo, wie heißt Hojo? Ist allein Hojo schuld. Ja, den lassen wir auf keinen Fall damit durchkommen. Ja. Der kriegt was aufs Maul, aber sowas von... Ferris. So muss man's machen. Oh, du willst schon zurück? Ich glaube, wir sind hier dann soweit, Job. War's dann wohl mit unserem Urlaub, was? Zugegeben, lief nicht alles nach Plan, aber... Lasst uns zurück zum Hotel gehen. A.k.a. Bruchbude. Zum einzigen Strandhotel der Welt, ohne Strand. Oh. Eris hat mich gerade so ein bisschen an Yuna erinnert aus dem Szene, wie sie nochmal die Landschaft... mitnehmen will und... Nee. Hey, Leute! Johnny! Ich glaub's ja auch noch, Johnny. Bist du okay? Hab mich nie besser gefühlt. Hab dich fast Danke verdrängt. Für deine Hilfe. Wisst ihr, also... ein paar Mädels, die mich beobachtet haben, haben mir alles erzählt. Über Capono und das Hotel. Der hat mich voll verarscht. Und ich hab's nicht gecheckt. Du hast Schulden gemacht, oder? Wirst du die wieder los? Gutes Stichwort. Die Mädels haben Capono gründlich den Kopf gewaschen, wisst ihr? Wir sagen der ganzen Welt, welchen Dreck sie am Stecken haben. Es sei denn, sie lassen den Helden unserer Stadt endlich in Ruhe. Und da hat er's mir erlassen. Alles. Oh. Ist ja ein Ding. Meinen neuen Ruhm werde ich natürlich nutzen. Zum Beispiel, indem ich mein Strandhotel in einen piekfeinen 7-Sterne-Schuppen verwandle. Hm? Viel Glück dabei. Noch sind die Sterne allerdings ganz schön Bin in dafür, der das als Sidequest anzubieten. Sehr witzig, aber ihr werdet schon sehen. Wird schon. Hey, hey, nicht übertreiben. Kommt schon. Hast schließlich noch Großes vor. So quasi Nebenquest, wie man das Hotel mit ausbaut und quasi einrichtet selber. Mit verschiedenen Vorlagen am besten. So funny. Scheiß auf Sephiroth. Bäh. Das 7-Sterne-Hotel wartet. Prioritäten. 7 von 7 Kunden und approve. Danke für alles. Nicht doch. Ich hab zu danken. Und, wo zieht's euch als nächstes hin? Wir verfolgen die Schwarzkutten. Oh, die sind heute Morgen Richtung Coralgebirge aufgebrochen. Hab ihnen vorgeschlagen, sich erstmal auszukurieren, aber vergeblich. Das Coralgebirge. Dann ist das auch unser Ziel. Vielen Dank, dass ihr mein bescheidenes Haus beehrt habt. Ich wünsche eine gute Reise. Bis zum nächsten Mal, Johnny. Maybe. So, ich wette, die Antwort der Schwarzkutten war... Mein Strandhotel wird sich wie ein Phönix aus der Asche erheben. Ihr werdet schon sehen. Oh, true. Phönix haben wir auch noch. Den wir quasi uns holen können vom Kampfsimulator. Und für diese Region dann halt auch jemanden, wenn wir alle... Hey, Leute! Ich glaube, wir haben was Wichtiges vergessen. Altar haben. Weißt du, sie hat noch ran. Geschickte Materiajägerin bei Tage und bezaubernde Ninja in der Nacht. Bildschön und edelmütig zugleich. Wer versteckt sich hinter dieser Beschreibung? Keine Ahnung. Ich verrat's euch gern. Die unglaubliche Yuffie. Hahaha.
Los. Ich hab vergessen, dass hier noch da ist. Sei mal bei. Nicht so schnell! So kommst du mir nicht davon. Ich will ein Duell. Wenn ich gewinne, dann werdet ihr mir als Vasallen dienen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich verliere, stelle ich mich in euren Dienst. Was sagst du? Ich weiß immer noch nicht, ob es einen Einfluss hat, irgendwie, was man wählt, aber ich nehme einfach die gleichen Sachen, die ich davor hatte, bevor ich halt, ne, quasi weg musste. So, also, ne, kleine Venudel-Duell. Im Original musste man sie quasi erstmal in einem Kampf schlagen, beziehungsweise das war halt eine random Encounter auf der Map, also ich hätte gesagt, ja, verprügeln, ne, komm her, Digga. Hä? Du willst wirklich kämpfen? Also, ich will dir ja auch keine Umstände machen. Wir könnten natürlich auch einfach so Freunde werden, hatte ich mir so... Plan gescheitert. Taktischer Rückzug! Ja, weh gemacht. Was hatte die denn? Keine Ahnung, die Jugend von heute. Das Thema hatten wir doch erst. Na, ein bisschen strange. Die ganzen TikTok-Challenges. Warte mal! Ich hab's mir anders überlegt! Das ging schnell. Sag mal, seid ihr euch wirklich absolut sicher, dass ihr auf mich verzichten wollt? Auch ihr keine Ahnung, ob man es wirklich verkacken kann und sie dann wirklich nicht in die Gruppe kommt, aber I said ja, komm, Digga. Ah. Ich ist hier recht funny. Also gut. Bisschen anstrengend, aber sonst. So? Wenn ihr es euch wirklich so sehr wünscht, will ich mal nicht so sein. Freut uns, Yuffie. Wenn du auch nur auf einen krummen Gedanken kommst, dann stopfe ich dich in Junons Kanone und baller dich bis nach Wutheit zurück. Sounds like Barrett. Okay, geht klar. Das ist meine Materie. Yuffie Kisaragi, stets zu euren Diensten. Also am besten stehe ich hier. Hing. Nee, nee. Aber es ist gut, ich wollte sowieso sie mal mit ins Team nehmen. Ha, bisschen austesten. Ich weiß nicht, inwiefern es sich im Vergleich zu Intermission fällt. Und in Costa del Sol können wir unsere Strandbekleidung weiterhin tragen, aber ja. Entfernen wir uns von Costa del Sol, kriegen wir automatisch wie die anderen Standard-Dinger. Darf ich außerhalb etwa kein Bikini tragen? Was ist das hier bitte, ha? Und wir können mit der Shinra 8 zwischen Costa del Sol und unter Junon reisen. Okay. Ist für später vielleicht so noch nice. So zum Nebenquest nachholen. I guess. Jetzt müssen wir mal schauen. Schauen wir uns die mal an, wie es so ein Fight ist. Ich habe keine Ahnung. Eris ist immer noch ein persönliches Ding, weil... Okay. Was hast du denn? Genau, sie hat 2, aber das noch nicht gelernt. So geben wir es mal. Armreif-mäßig hat sie schon das Beste. Wobei, je nachdem, ne, wie man sie halt ausrüstet. Können wir aber lassen. Ansonsten... Pebus können wir geben. Analyse. The fuck? Den sehe ich jetzt erst. Nice. Das. Soll ich hier TP-Boost durchgeben? So ausrüstungsmäßig, sie hat TP-Boost, was ich nicht unbedingt brauche. Aber dann hat sie quasi einen Materia-Slot mehr. Dann gebe ich ihr mal die Glut. Analyse brauchen wir auch nicht zweimal. Geschwächte Abwehr war, meine ich, deprotestiv, weil... Macht bei einer Verbindung mit der Materia Widerstand außerdem resistent gegen eine Schwächung der eigenen psychischen magischen Abwehr. Okay.
ist good to know. Das würde ich aber erstmal so geben. Was geben wir dir noch? Quiller von ihr? Maybe. Und das Heilen kann noch rein. Was hat mehr? Nimmt sich jetzt nicht viel, doch ein bisschen. Nehmen wir das. Schwörungsmaterial werden wir wahrscheinlich sowieso eine neue bald haben. Dann nehmen wir das. Diese Abwehr ist jetzt nicht so meins, aber... Kleines Säbel, was wir haben. Aris. Was hatte ich mit dir noch gemacht? Ich glaube, dir den gegeben. Und dann... Da Protus reingehauen. Genau, gestärkte Abwehr. That's it. Okay. Warte so. Entschuldigung. Passen. Ist ja eigentlich irgendwo auf dem Automat zum Anpassen der Punkte, der Fähigkeiten. Die habe ich nämlich tatsächlich noch nicht gefunden. Nichtsdestotrotz, aus Prinzip ziehen wir uns natürlich erstmal wieder Spannklamotten. Können wir auch mal die anderen Outfits ansehen, die wir noch nicht hatten? Auch wenn ich Lennon cuter fand, aber hey. Sag nicht nein, sogar das Strandauswitz. Genau, das hier. Und ich finde es cool, dass sie einfach die Shinra-Outfits geklaut haben. Die darf ich überall tragen, mit Auto und Kostel ist so. I don't know. Und Juffy kriegt jetzt auch an. Ganz süß. Das, genau. Das fand ich halt... Es war halt schon, ne? Bei Tifa. Aber das passt eigentlich auch zu ihr. Ist halt ein bisschen mehr casual. Ein bisschen mehr, hey, ich fiste dich gleich. Moment. Also, die Monster. Nicht so, wie ihr das jetzt vielleicht denkt. Ist halt, also, casual. Mehr alltagstauglich. Mehr... Ihr wisst schon... Und weil er das Matrosenleben lebt. Rein da. Okay. Und Red einfach. Haustier. Kriegt nix. Habe ich jetzt wegen den ganzen Ladies ihn vergessen? Ha! Oh, Cloud, Entschuldigung. Upsi. Prioritäten, okay. Stimmt, der hat ja auch noch ein Outfit. Nimm mal mit. Hat auch was. Gut, dann lasst mal kurz gucken. Piano tut wohl, glaube ich, was. Hatte ich mir auch noch nicht weiter angeguckt. Karneval der Karten. Ja, das waren ja nur die Sachen, die ich bei dem dieses Kassel der Moor hatte. Was ich aber suche, ist dieser Aufwertungsdingster Bumster. Das hier? Zauberfibel war es, ne? Ja. Das würde ich ja mitnehmen. Allein schon, weil wir Juffy haben und die wahrscheinlich noch nichts verteilt hat. Wo ist denn das? Ah! Gott, der war versteckt. Die waren wir wirklich noch nicht drin. Hier, um mich etwas abzukühlen. Aloha! Eine Runde schmökern? Lass dir ruhig Zeit. Gut, lohnt sich jetzt bedingt. Schauen wir mal. Codex-Stufe 5. Cool. Ding ist... Wo war ich mit Aris? Oh, magische Abwehr plus. I want this. Aris ist halt sehr empfindlich. Nehme ich also mit.
Er hat gerade gar nichts im Angebot, okay. Jufi hat 5. Kann ich schon irgendwie eine Synchro-Aktion lernen? Oh, sie hat schon welche, okay. Ja, dann spare ich mir das noch. Schau mal kurz, was wir alles haben. MP-Maximum. Impuls, Leibwache. Oh, das, was Aeris hat. Aber Tifa ist halt sehr beweglich und castet nicht so oft. Ne, das ist ja. Dann lieber ein paar extra TP. Phantomis. Oh, nehmen wir mit. Noch mehr Synchroaktion. Aerith hat schon wieder gut angesammelt, ne? Wie kommt das? Schreckt das Nachnamen vom Feuerstoß. An sich auch cool. Aber Lorschabreibung. Ah, nehmen wir das. Okay. Bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Du musst dich gleich dein Schwert nehmen. Ist okay. Alles gut. Chill mal. Oh, aber die Autos sind auch cute. Okay. Füße waren gestern. Heute reist man per Wheelie. Kann man hier jetzt noch irgendwas ein anderes spielen oder ist das das gleiche und ich könnte quasi nur nochmal die Aufführung machen? By the way, übrigens auch, was gesagt wurde, ist, ich hätte bei Costa del Amor ja nur Aeris Quest gemacht, was nicht stimmt. Zwischenzeitlich hatte ich Tifa gesteuert. Da haben sich die Quests bzw. die Map auch nicht aktualisiert oder geändert und das hier war halt Tifa, die gespielt hat. Also es war schlicht egal, wen ich steuere. Ich meine, es gab sogar ein Pop-up, wo steht, das hat keinen Einfluss auf die Story. Also wir hätten keinen anderen Quest gehabt. Das stimmt so nicht. Wir hätten nur eine andere Person gesteuert. Wie steht es um dein Klavierspiel? Geht so bis Mittel. Ich hab noch keinen Ranger. Ich glaube, der sagt, ich bin zu schlecht. Du musst doch ein wenig mehr Einsatz zeigen, bevor ich dir eine Belohnung zukommen lassen kann. Beweise auch weiterhin dein Talent am Klavier. Aber es lief eigentlich gar nicht so schlecht beim letzten Mal mit Tifas Theme. Finde ich. So nach 3 Mal oder so hatte ich das schon fast drauf. Ich weiß allerdings nicht, wie schwer A ist. Wahrscheinlich kein Fehler. Stück wählen. Ich meine, ich hatte B. Okay, es gibt sogar S, sehe ich gerade. Ah, es ist also nicht das Beste. Ich schaue es mir nochmal an. Jetzt bin ich wieder komplett raus, aber hey. Gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich die nicht lang genug vielleicht drücke, weil ich so schnell dann drücke. Weil ich drücke sie auf jeden Fall, aber es steht dann verspielt, das hätte ich halt gar nicht gedrückt. So, I don't know. Vielleicht drücke ich einfach zu kurz, weil ich zu schnell sein will. Weil ich drücke halt schon.
Ja, das ist immer die Ecke, wo ich verkacke. Immer die gleiche. Oh, es geht noch weiter! Ich dachte, wir sind dann. Ups. Ist aber, glaube ich, das Beste bislang, oder? Ja. Auch noch B. Ich bin schon gewollt, das durchzuziehen. Das sind halt so Kleinigkeiten, sind die da fehlen. Wieso nimmt er das nicht? Bin ich so langsam, so schnell? Ich weiß halt nicht, was es ist. Klappt manchmal nicht. Manchmal nimmt er die Dinge einfach nicht, obwohl ich drücke. In die Richtung. Ich überlege halt, woran es liegen kann. Bei Drücken tue ich, aber es steht dann halt verspielt. Also, vielleicht bin ich sogar zu früh. Weiß nicht, vielleicht schnell bin. Geht gar nicht mehr. Weird. Aber ich drücke es halt wirklich. Es tut mir leid, ich komme nicht drauf, was falsch ist. So, ich habe das Gefühl, es wird teilweise halt wirklich nicht erkannt. Beziehungsweise es wird halt falsch erkannt. Ich drücke halt definitiv in die richtige Richtung. Aber entweder kommt dann verspielt oder halt, ja, es ist so früh oder spät. Ich versuche halt immer gleich zu reagieren, wenn ich drücke. Weil das Ding halt so mittig ist. Circa. Drücke ich quasi dann schon in die Richtung. Seht ihr, ich drücke. Ihr hört das ja wahrscheinlich auch, wenn ich hier am Links drücke. Und hier hört man das ja im Mikrofon. Ich habe beides gedrückt hintereinander. Steht verspielt. Kein Plan.
Ja, manchmal, es tut mir leid, aber manchmal verkackt das Ding einfach. Ich drücke in eine Richtung und zeitgleich, habt ihr vielleicht gesehen, ploppt es bei zwei anderen auf. Obwohl ich jetzt nur eins mache. Also ich drücke in eine Richtung und es erkennt die nächsten beiden Töne gleich. What? Ich kann mit meinem anderen Charakter wechseln. Charakter? Charakter wechseln? Charakter wechseln? Nein? Okay. Jedenfalls muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten. Wann der richtige Zeitpunkt ist. Und wie genau man was zu drücken hat. Das Teil hat nicht funktioniert. So, ich bin gewollt, das zu machen. Aber ich bin zu dumm. Ich kriege nicht ganz raus, was falsch läuft. Guck mal, das ist ein schwarzes Brett. Was da ist. Weil wir jetzt neue Aufträge haben sollten. Ist das Eis? Nein! Was ist los? Gold. Ich will immer noch Materia Eis, okay. Ja. Den Griff nach 7 Sternen, du dich. Johnny Strandhotel. Oh? Kann ich das doch machen? Oh, ein Dronus im Costa. Okay. Aber ich war... Hä? Johnny! Digga! Ich war vor 5 Sekunden, na gut, Minuten bei dir und hab noch gesagt, hey, wäre echt funny, Bro, wenn wir das irgendwie zusammen aufbauen könnten. Nee, warte, das muss ich erstmal ans schwarze Brett kleben, ja? Dann kannst du wieder kommen und dann kannst du das Kreiszeitfest haben. Ha! Okay. Falsch. Ignorieren Sie diesen Irren, der an rumrennt wie bekloppt, das bin ich. Cloud. Nebenberuflich Weltenretter. Oh wow, ist ja mal jemand hier. Ach, der Fotodude. Ho. Oh. Aloha. Schön, weiß nicht, ob du das da fotografieren willst. Paradies zu sehen. Hm? Das schreit doch nach einem Erinnerungsfoto. Ja, gut, dass wir uns umgezogen haben. In der Grasinfusion findet man ihn sicher auch noch irgendwo. In Costa del Sol gibt es nicht als Sommer, Sonne, Sonnenschein. Dazu noch das wunderschön angerichtete Essen. Und die bunten Tanzgruppen. Man möchte einfach alles fotografisch festhalten. Natürlich. Ich in jedem Urlaub oder so. Wenn du noch ein schönes Fotomotiv findest, sag mir Bescheid, ja? Ich finde, dieses Hotel hat... Okay. Fotolocation. Was ganz Eigentümliches an sich. Sicher stand es schon hier, als doch einfach sagen, es ist hässlich. Ein kleines Fischerdorf war. Die Wände bröckeln, das Dach biegt sich, die Pfeiler knarren bedrohlich. Nicht mehr lange und es wird wieder eins mit der Natur. Ja. True. Schauen wir, ob wir Johnny damit irgendwie helfen können. Nanu? Hast du etwas vergessen? Nee, sag nichts. Es hat du hast dich was vergessen, mir einen Auftrag zu geben. Oder? Passt aber ausgezeichnet, Bruder. Ich wollte dich nämlich sowieso um was bitten. Wie du ja weißt, hat man mir meine Schulden erlassen. Und meine finanzielle Freiheit wollte ich nutzen, um den Laden hier mal richtig schön rauszuputzen. Aber... Hast du nicht genug Leute? Mensch, Bruder, wenn's doch nur so einfach wäre. Ist aber leider komplizierter. Oh, Johnny! Warum bist du ich? Oh, Johnny! Wenn ich du bin, wer bin dann ich? Ich glaube, ich dritte komplett das durch. Das klassische Dilemma also. Na, ihr wisst schon. Ha? Die Betten sind alle frisch bezogen. Hä? Ja. Yo, Bruder! Alter, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Das macht's nur kompliziert. Mach lieber mal die Besorgungen, wie ich dir gesagt habe. Das ist einer von Ninja-Dingern. Oh, schusch. Tja, voll unfair. Ich hätte auch gern mit unserem Bruder geredet. Versteht ihr mich jetzt? Könnte es möglicherweise, ganz eventuell natürlich nur, meine Schuld sein? Wegen meiner Ninja-Tricks? Sieht so aus, als wären einige von denen einfach da geblieben. Und ich glaube, sie werden sogar mehr. Oh mein Gott. Sie klonen sich einfach. Ich bin einfach zu gut.
Meine Tricks sind Kunst für die Ewigkeit und sehr nachhaltig. Aber dafür hast du jetzt wenigstens genug Hilfe, oder? Naja, nicht unbedingt. Die sind zwar alle Materialien suchen gegangen, aber keiner kommt zurück. Sieht so aus, als könnte ich mich nicht mal auf mich selbst verlassen. Ich wollte gerade sagen, also genauso verlässlich Bruder, wie OG Johnny, ja? Ich bin nicht aufgeschmissen, okay. Mann. Ich meine, denk an meine wilde Seite. Diese Jungs könnten allen möglichen Unfug anstellen, wenn wir sie nicht einsammeln. Also, ich finde, wir sollten ihm helfen. Also gut. Sein Danke, muss. Bruder! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Ich habe sie zu den Costa-Fällen geschickt, um Materialien zu besorgen. Okay. Beginnt eure Suche da! Aber... Wo sind die Costa-Fälle? Ich bin nicht heimisch hier. Wo soll ich denn wissen, wo zum... Wo das... Wo... Okay. Da hinten. Ui. Hier sollst du doch irgendwas zu mitnehmen? Außer ein gratis Bett. What the fuck? Sehr enthusiastisch, die Dame. Soll ich die andere dann auch noch einsammeln? Die andere ich Quest? Ich finde, dieses Hotel hat etwas ganz Eigentümliches an sich. Sicher stand es schon hier als... Beziehungsweise hatte ich sonst noch irgendwas offen? Ich glaube, das waren tatsächlich nur die zwei Sachen hier. Ja. Das hier. What is this Chocobo Verleih? Okay. Dann sammle ich die andere auch noch kurz ein. Wow, ich würde einmal cool sein, Cloud. Und so, nee, denied. Wir rollen einfach gegen die fucking Wand. Seven something. Gehen wir mal hin. Hä? Der Stand war sowieso cool. Ob ich mittlerweile auch mit den anderen Klamotten hin dürfte. Oh. Oh. Cooler Ladies. Darf ich mitmachen? Nein? Okay. Ach gut. Cloud ist immer sehr aggressiv bei der Sache. Waren das? Ah. Du bist doch der Typ, der gegen diesen Shinra-Kittel gekämpft hat. Ja, ihr seid diese Tussen, die sich einen Code Job gegeben haben. Whatever. Ich bin Fran. Hat halt nicht jeder Geschmack. Ich, Naomi. Ich heiße Yoda. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber wärst du bereit für einen Auftrag? Kommt drauf an. Keine Ahnung. Ist ganz einfach. Du musst nur mit deiner Freundin auf ein Date gehen. Ha? Mit mir? Wisst ihr, wir designen in unserem Laden in Costa del Sol exklusive Bademode. Und unsere neueste Kollektion soll sich um Bademode drehen, die man zu einem romantischen Date tragen möchte. Bin ich dafür. Allerdings haben wir überhaupt keine Ideen für ein ansprechendes Design. Nix, nada, niente. Und die Modenschau ist auch schon bald. Wir sind also ziemlich aufgeschmissen. Und hier kommt ihr ins Spiel. Wir wollen Pärchen bei ihrem Date beobachten und uns inspirieren lassen. Was ist? Habt ihr Lust bekommen? Wir sind so richtig ein Pärchen, hast du gehört, Aerith? Aber wichtiger, meinst warum? Du diesen Shinra-Wissenschaftler? Wir waren nur auf Bitten des Bürgermeisters bei ihm. Das ist alles. Okay, ein bisschen haben wir vielleicht auch gehofft, er könnte uns zu einem Laden in Midgar verhelfen. Wow. Daraus wurde aber nichts. Wir wollten nur nicht Bienchen 2.0 werden. Deine Freundin scheint bei euch die Hosen anzuhaben, stimmt's? Du packst das doch gar nicht tiefer. Mit unserer neuen Kollektion wollen wir selbstsichere und zielbewusste Frauen ansprechen. Du kannst ihn aus der Reserve locken, das habe ich sofort erkannt. Habe ich recht? Also, ich weiß ja nicht. Jammern wir. Cool, ihr seid uns eine große Hilfe. Überlasst alles uns. Wir planen für euch den perfekten Tag. Ich warte bei der wilden Hatz. Und ich werde euch bei der Piratenparty erwarten. Aber lasst euch nicht hetzen und genießt eure Zweisamkeit auf dem Weg zu uns. Und ich bleib einfach hier stehen. Hahaha.
Ich werde mir auch etwas einfallen lassen, das ihr nicht mehr vergessen werdet. Aber zuerst solltet ihr bei Naomi und Fran vorbeischauen. Fran wartet bei der Piratenparty und Naomi bei der Wilden Hatz auf euch. Wie die anderen da einfach abgeschoben stehen. So. So, ihr stört, wenn ihr uns jetzt entschuldigen würdet. Wir haben ein Date. Ich bin leider ziemlich ungewöhnlicher Job für dich, oder? Alles können halt. Hab doch einen Profi an meiner Seite. Oh, na, dann muss ich mich wohl richtig ins Zeug legen. Ein normales Date reicht. Und was bedeutet normal für dich, Cloud? Ein Spaziergang zum Beispiel. Hat er überhaupt schon mal ein Date? Auf den Dächern vielleicht? Warum nicht? Ja, hat Spaß gemacht damals. Ja. War schon funny, ja. Ich finde das schön, dass man mehr Zeit mit den Charakteren bekommt in so kleinen Sidequests. Sie haben sich halt echt coole Sachen dafür ausgedacht. So an Quests und... Vor allem, es ist halt... Im ersten Teil von Remake habe ich mich halt beschwert. So, es war halt wirklich sehr viel Kämpfe, 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 Kämpfe und Kämpfe und Kämpfe. Und Kampfsystem teilweise echt einfach nur nervig. Und hier haben sie mehr eingebaut am Content, aber halt... wie nenne ich das... mehr Auswahl an Content, also verschiedene Genres von Content, nicht nur Kampf. Kampf. Oh, dein Kampf. Oh, das genau. Seid ihr ja endlich. Beeilt cool. Euch, das Rennen da fängt bald halt an. Einfach auch mehr Story-Tiefe und Bindung zu den Charakteren. Wilde Hatz ist die beliebteste Ballsportart in Costa. Hier kann das eigene Haustier sich mal so richtig austoben. Und was gibt es Besseres, als mit seiner großen Liebe einem knuffigen Tierchen dabei zuzusehen, wie es seinen Spaß hat. Seid ihr bereit? Ist das irgendwas anderes? Wahrscheinlich ist das wieder das gleiche, oder? Gegen die Uhr. Jetzt sieht anders aus. Das ist nur Red, nicht die anderen Pussys. Zeit wird gestoppt, wenn der letzte Ball sein Ziel erreicht hat. Okay. Ich mag ihr Make-up trotzdem. Sieht irgendwie cool aus. Also dann, okay, wünsch mir Glück. Hast du eigentlich zugehört? Das ist für Tiere. Für nur die Katzenhorn und einen Menschen sind per Definition Tiere. Also kann ich mitmachen, richtig? Hat sie nicht unrecht. Ne? Nein, das geht leider nicht. Oh, Menno. Aber ihr habt doch ein Haustier. Lasst mal das Haustier ran, das keins ist. Dieses Rennen habe ich so gut wie gewonnen. Red macht das schon. Na gut, dann müssen wir ihn wohl ordentlich anfeuern. Was willst du? Gib mir ein R, gib mir ein E, gib mir ein D. Sie wollte kein Awu, Red. Sie erinnert mich so an dieses Uwo und Ovo von ihm. Oh mein Gott, can't on see. Okay. Gegen dann das nochmal. Okay, das war... Nicht da rein! Passt. Oh mein Gott. Ich bin nicht so gut in diesem Spiel. Wow. Nun, fast, I guess. Komm schon. Jetzt hör auf zu rennen! Sei ein Feind. Dieser Ball hat ein Eigenleben. Auf. Rein da. Was ist die 2? Wo ist die 2? Wow. Ich glaube, das nicht gepasst hat. 2. Warte, war es nicht richtig? Oh, da ist die 3. Das andere war die 3. Oh
Und das ist die 4. Okay. Die 4 ist wo? So die 4? Well, goodbye 4. War schön mit dir. Bist jetzt in Narnia, I guess. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich bin nicht mehr bei der Hälfte. Einige Sachen sind aber auf dieser Konsole, am Controller auch nicht optimiert, ne? Ich habe echt Probleme leider mit der Steuerung teilweise. 5 ist gelb, wo ist denn die? Es fühlt sich so hubbelig an, macht das Sinn? Also die Steuerung. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So, es fühlt sich nicht smooth an, wie am PC teilweise, das Steuern. Aber halt nur in diesem Minispiel. So, als ob er sehr viel hin und her poppt. Nicht so, wie ihr denkt, Kinders. Glaube ich nicht mehr. Und noch 3 Stück, ja gut. Geht es trotzdem weiter? Wird wahrscheinlich nicht reichen dann, oder? Hier die 7 ist rot und ist da. Wo war das rote Tor? Hinten. Oh mein Gott. Hab dich. Ich weiß nicht, was dieses Looper macht. Hab dich. Ich weiß es leider nicht. Ist irgendwie auch kicken, aber halt anders kicken. So rüber kicken, habe ich das Gefühl. Hab dich. Reicht das? Oh Mann! Sei doch nicht. Oh mein Gott. Hab dich. Oh, geh da rein! Oh, oh mein Gott. Ja, dein Ball. Ist das die 8? Genau. Wie kriege ich dich denn da rein? Hab dich. Schön. Das ist ja schön. Ja. Wie man das, okay. In 2:30 schaffen soll, I don't know. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Hund muss heute auf der Straße schlafen. Hier brauche ich. Also muss ich das schaffen oder reicht das, wenn ich es einfach absolviere? Weil die Preise sind echt klein. Ich weiß es nicht. Ach je, das war heute nicht dein Tag, was? Passiert schon. Du meinst, wenn ich spiele. Ein paar Trainingseinheiten und die Sache sieht ganz anders aus. Durch ihr Haustier scheinen die beiden eine sehr innige Beziehung zu haben. Als sie gesehen haben, wie sich ihr Hündchen für sie angestrengt hat, hat es noch einmal richtig gefunkt. Zum Dahinschmelzen! Genau das habe ich auch. Mein Kopf sprudelt schon über vor all den Ideen. Entschuldigt mich, aber ich muss sofort zurück in den Laden. French steht bei der Piratenparty bereit. Wenn ihr noch mehr Spaß haben wollt, schaut bei ihr vorbei. Na, es läuft sich ja noch besser. Also, weil ich mich erinnere, habe ich da richtig verkackt bei dem Spiel. Red ist nur bedingt deine Schuld, okay? Du bist halt wie ein Idiot gelaufen. Die ganze ich Zeit. Ich bin richtig gespannt, was wohl als nächstes kommt. Hoffentlich nicht wieder so ein Schrott. Ach, Cloud. Du weißt, dass das hier ein Job ist. Der Alleskönner kann alles außer sich amüsieren, was? Ich bin jedenfalls in der richtigen Stimmung für dieses Date. Und ich im Kampf- oder Fluchtmodus. Warum das denn?
hab's nicht so mit Dates. Ach, was du sagst. Cuteness Overload von Aris. Zwei Portionen Spaghetti? Kommt sofort. Achso, was ist los? Und? Aber hier ist halt ähnlich, ne? Das haben wir, glaube ich, auch ziemlich verkackt, als wir das gemacht haben. Beziehungsweise beim dritten, vierten Mal haben wir es gerade so geschafft. Weil der Controller... Ich spiele Shooter halt eigentlich nur so am PC, weil Controller ist mir das zu... laggy. Ich habe halt das Gefühl, man zieht entweder zu weit oder nicht weit genug mit dem Controller. Und es stockt quasi und überspringt. Dann lasst uns die Jagd nach Liebe mal beginnen. Du musst nur die Zielscheiben treffen. Und damit auch was. Ja, gib mir PC-Version. Okay, ein Geist. Warte, je besser du zielst, desto... War das beim anderen auch? Heißt das, ich muss jetzt auch noch darauf achten, wie ich ziele? Und nicht nur treffen? Auf geht's! Nehmen wir jetzt mal aus. Gott! Oh no! Okay, es geht dann wirklich runter. Wie fies! Ah! Ah, fuck! Man kriegt wirklich weniger Punkte dann. Wie soll ich denn da 10.000 kriegen? Ich krieg ja nicht mehr 100 in einer Runde. 1.000. Wow. Allein, ne? Das ist echt nicht leicht. Einfach super. Ich würde es nicht jetzt super sagen, aber hey. Spitzenklasse. Danke, I guess. Merkt man das auch, wenn ich mich bewege, wie schwierig das ist, zu treffen mit dem Ding, weil es so stockt? 2.700. Wie soll... Also jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt man da auf 10.000? So... Wenn man hier... No! The fuck? Ich glaube nicht, dass ich die treffe. Alles klar. Das kriegst du doch nicht ohne Maustastatur hin. Also ohne Maus in dem Fall. Kannst du mir nicht sagen, dass du so schnell mit dem Ding zielen kannst mit dem Controller? Gut gemacht, klar. Spitzenklasse. Wow. Wow. Oh, da oben waren noch welche! Ich hab sie nicht gesehen! So knapp, ich hab sie nicht gesehen. Okay, das letzte, also die letzte Runde gibt also am meisten. Okay. Als ob ich da nicht getroffen hab. Das Mittel. Spitzenklasse. Oh mein Gott, lauf abzuhauen. Das war klasse. Ach, Mist. Wenn ich jetzt merken würde, wo die goldenen Bahnen kommen. Super. Hurra. Wow.
Scheiße. Die kriegt man doch nie im Leben. Ich glaube, die Präzision ist. Präzision. Ist besser als beim letzten, oder? Ich hab doch drauf gezogen. What the fuck ist das denn, Chat? Das war klasse! Hurra! Spitzenklasse! Hurra! Wir haben es aber. 12.000. Gerade so, oh mein Gott! Das reicht aber, oder? 20, 10.000? Das war doch okay. Gar nicht schlecht. Aber ich glaube, ich könnte das sogar noch besser. Das ist doch okay. Eine Frau, die weiß, wie man Männerherzen erobert. So soll es sein. Mit dem Schwert hätte ich es besser hingekriegt. Er hat das alles für sie getan. Und sie hat ihn nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Der Punktestand war letztendlich Nebensache. Dank euch habe ich genau die Inspiration erhalten, die mir noch gefehlt hat. Ich bin dann mal im Laden und arbeite an der Kollektion. Jorla hat auch noch etwas Besonderes für euch vorbereitet. Sie wartet am Chocobo-Verleih auf euch. Okay. Ja, ihr stört. Gut, dass ihr es erkannt habt. Now if you excuse me. Ich bin schon auf diese neuen Kreationen gespannt. Welche Art von Badesachen gefallen dir denn so? Warum? Das, was du trägst, was? Ach, reine Neugier. Kommt herbei, das hier ist der Erstmal beste Laden der Stadt. Sollten sie funktional sein. Wasserabweisendes Material und gute Wasserverdrängung sind laut wichtig, weiß, wie man flirtet. Wenn man unter Wasser kämpfen will. Alles klar. Jetzt unbedingt probieren. Yep. Er weiß, wie es läuft. Die besten Sachen in ganz Kostas. Ich mag ihre Sachen Willkommen auch, die sind sehr cute. Wilde Hatz, dem Paradies für alle Tiere schnellen Läufer. Mag ich. Bremsen. So ist es. Wie kann man bremsen? Fühl ich. Chocobo-Verleih. Ah. Eris, ich weiß, du hattest im ersten Remake schon inneriges Verhältnis mit dem Stuhl in der Szene, aber ne? Wir haben jetzt ein Date. Rücken eines Chocobos. Chocobo-Verleih. Preiswert und gut. Oh, da ist die Quest. Da seid ihr der ja. Der Schieß. Ich habe etwas ganz Tolles für euch. Ach, ihr habt noch keine Mitgliedskarte für den Chocobo-Verleih? Nope. Dann gebe ich euch die hier. Oh, thank you. Damit könnt ihr euch überall einen Chocobo leihen. Das ist Kima. Sie ist sehr liebenswürdig. Reitet mit ihr bis zum Muschelstrand. Oh. Dort könnt ihr eine schöne Zeit verbringen. Das Käppi. Wie niedlich. Die Blümchen. Aber ein einfacher Ritt über den Strand wäre zu langweilig. Deswegen möchte ich, dass ihr dort Muscheln sammelt. Und wenn ihr schon mal sucht, haltet nach extra großen Exemplaren Ausschau. Ich warte hier auf euch. Und okay. Vergesst nicht, sammelt auch ein paar unvergessliche Erinnerungen für euch. Quie! Okay. Das Ding ist, ich habe jetzt mehrere Quests hier. Was ist Johnny's? Hier ist die mit Eris. Ah, da ist auch. Wie heißt das? Fotolocation, okay. Ein Date auf dem Rücken eines Chocobos. Mein Herz schlägt wie wild. Bist doch schon mal geritten. Aber das hier ist neu. Stimmt. Muscheln haben wir bisher noch nicht gesucht. Doch nicht die Muscheln. Date. Los? Du bist nervös. Quatsch. Ist doch ein Kinderspiel. Du bist nervös. Dich kümmere ich mich später, Lebensquelle. Wir gehen jetzt erstmal hier das Date machen. Ich habe ein Date, Kinder. Es ist keine Zeit. Au, 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 au. Die Map sieht ja doch wieder sehr schön aus. Trotzdem, we got a date. Map angucken ist im nächsten Part. Wir werden hier wahrscheinlich eh wieder 10 Stunden oder so verbrauchen. Ist wahrscheinlich auch wieder so eine Riesen-Map, oder? Ja, nun. Ein bisschen, maybe. Ein bisschen.
Hubschrauber gehört. Hier ist auch irgendwo die Fotolocation. Oder aus, okay. Aber wo hier? Da oben. Schauen wir mal. Komme ich hier überhaupt hoch mit dem Schokobo irgendwo? Ah, nehmen wir doch einfach die Treppe da. Barret! Barret wird einfach rein, so ins Bild. So, ich mach mit, geil! Wie war denn das nochmal? Okay, das war ein bisschen... Ich will nichts sagen, aber Barret Foto... bombt das. Aber ein Date mit Aris. Ihr seid hier nicht erwünscht. Hä, ich hab doch gar kein Foto gemacht. Aber ihr habt doch gar kein Foto gemacht. Sieht also wirklich einfach nur... Okay. Im Fotomodus sein. Ich dachte, ich kann wenigstens so... Wisst ihr... bisschen was Schönes machen, aber das Spiel so, das reicht uns schon. Danke für nix. Bye. Ich mach trotzdem noch eins. Einfach cause I can. Weil ich Befürworter davon bin. Gerade ein bisschen rum. Kusserpalm. Warte, ich werde das schon in den Winkel. Da ist. Und jetzt wird das so piu. Den schon ausnehmen. Einfaches Prinzip. Okay. Aber ein schönes. Sind die Muscheln zufälligerweise die Monster? Ich denke, die Muscheln sollten ganz in der Nähe zu finden sein. Erstmal müssen wir hier aufräumen. Ja, okay. Zieh dich zurück. Keine Chance. Hört auf, mich anzuspritzen. Na gut. Los geht's. Ich will kein Frosch sein. David. Was mache ich mit euch? Hab ich irgendwas? Ich zähle auf dich. Bin ich jetzt dran? Schmerzhaft. Na? Flieg! Das ist unsicher. Was soll ich denn jetzt machen sollen? Ich bin ein Frosch! Oh fuck, Juffy. Ja, was hat sie denn? Wir haben Wurfstern Richtung Gegner, ja. Halt die Taste gedrückt, um während einer Rückwärtsbewegung kontinuierlich nach vorne zu werfen. Drücke nach oben, um einen Wurfstern zu benutzen und im Flug per Ninjutsu mit... Seine elementare Affinität. Ja. Was? Steht zu Diensten! Habe ich jetzt nicht ganz verstanden? Nimm das! Jetzt ist Schluss!
Zieh die Leine! Zack! Zack! Jetzt kannst du nicht auf was gefasst machen! Ja. Also ich werfe... Das war's! Zieh die Leine! Aber woher sehe ich denn, welches Element es ist? Hä? Ich übernehme. Keine. Well. Da muss ich jetzt durch. Scheiße. Ihr seid scheiße. Hopp. Hopp. Well, gut, dass ich Leibwächter genommen habe. Und gut, dass nichts passiert ist, weil wir Frösche sind. Jetzt gibt's eine Lehrstunde. Geil. Ja, ich bin... Keine Ahnung, hey, wie das funktioniert mit dem Werfen. Ist wieder ein Fall für einen Kampfsimulator, I guess. Das war's dann. Bis hier und nicht weiter. Irgendwas gerade? Nein. Ah. Ich tu, was ich kann. Zack und los. Los. Und los. I need to be to sing. Los. Wollen wir? Alles dreht sich. Zack, hilf mir mal. Es geht schnell. Oh, Gebet. Kannst du weiter? Na gut, überlass das sein mir. Der stand halt während, also hier. Ich kann es werfen. Aber, okay, das ist, glaube ich, wirklich ein Fall für den Kampfsimulator. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Spiel von mir möchte. Gott. Cool. Jetzt erst recht. Das sollte reichen. Es ist vorbei! Sie kann ihr Element ändern, aber irgendwie sehe ich nicht wie. So. Oder woran. Jetzt geht's aber auf Muschelsuche. Dann mal zurück in den Sattel. Oh ja. Glaub mir, das wird ein perfektes Date. Das habe ich jetzt gleich, ne? Es befinden sich nur Muscheln und kleine Schätze im Sand, auch Gegner. Und wie kann ich die ausmachen? Das heißt, hier saß. Und er kann was ausmachen. Oh, da blubbert was. Oh, nee. Dann weg damit. Was läuft denn bei euch am besten so? Bin mal so frei. Gar nichts wirksam. Feuer schon, ich krieg eine Abwehr, okay. Das wird wehtun. Ich zähle auf dich. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Los! Los! Du schaffst das schon. Was erledigt? Hab ich dich! Oh, woran erkenne ich das Element? Wie ist das? Du siehst doch werfen und dann ändern, oder? Zack, hab ich dich! Und hab ich dich! Ich weiß nicht, ob ich doof bin oder nicht sehe, wo die Element ändert. Jetzt ist Schluss! Das soll ich dir halten! So, ich sehe da rechts einen kleinen Ponöpel. Aber mit dem Ponöpel passiert nichts. Ich bin ein Frosch! Keine Chance! Los geht's! Verzieh! Okay, ich mach das! Nee. Neuer Versuch! Du das? Es ist vollbracht! Okay, war mir noch was? Wer alles so für ein paar Muscheln, Eris? Da ist eins Muschel.
Wie? Das ist 3 Gil. Schön. Falsch. Nicht poken. Da vorne, oder? Blubbert's wieder. Das Ding ist, sind diese Blubberblasen... Monster? So, sollte ich mich von denen fernhalten? Ist es das? I don't know. Das ist aber auch eine Blubberblase hier, glaube ich. Nicht schon wieder. Ja! Oh, du Kacki. Nicht alle. Ich wollte keine Analyse. Überlass das mir. Mach ihr das Shit. Na? Hat sie Feuer? Sie hat kein Feuer, okay. Feuer bei dem. Jetzt gibt's eine Lehrstunde. Nicht mit mir. Ich wüsste, wo Feuer ist. Dann zeig mal, Element. Au. Übernimm du. Ich leg los. Aris, ich will nicht sagen, aber die sterben hier gerade alle weg. Jetzt ist Schluss. Zack. Ja. Der ist für dich. Hey. Okay, dann die Antwort kurz. Stets zu Diensten, wieder besser. So. Wie ist das? Das spielt sich sehr interessant, so ein bisschen wie tiefer, sehr schnell. Aber ich werde leider nicht so ganz... Zieh dich zurück. Ja. Bringen wir es hinter uns. Ich hätte so ein Fake-Ding geholt. Das war's dann. Ja. Das ist unsere Chance. Hab ich dich. Ja. Das war dein Todesurteil. Toben wieder jetzt aber fest. Ist gleich erledigt. Gute Arbeit. Ja. Oh, gibt's Muscheln hier? Okay. Das ist einfach Fake-Strand hier. Es ist einfach alles nur Müll. Strand heutzutage. Komm, ist ja nicht so, dass hier überall Muscheln rumliegen, ne? Ne. Hm. Achtung, wie Achtung? Bob, Achtung. Ist das Chocobo-Jagdgebiet oder so? Dass ich noch nicht eine von 3 Muscheln habe. Boah. Da ist noch was. Das Blubbert hat alles einfach. Hast du sowas schon mal gesehen? Eine riesige Muschel. Ich kann mir gut vorstellen, dass in so einem riesen Ding mal ordentlich was an Muschelfleisch gesteckt hat. Würde ich gern mal probieren. Das überrascht mich jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Gourmet bist. Bin ich nicht. Ich esse alles, was man mir vorsetzt. Oh, Cloud. Da wäre ich an deiner Stelle aber wirklich vorsichtig. Sonst platzt du nämlich irgendwann. Aris, wie kommst du immer auf sowas? Herrje. Nun lach doch mal. Lachen es aus. Gut, wir wollen aber trotzdem noch 2. Oh. Ich mag so kleine süße Muscheln. Viele Gardisten tragen auf Einsätzen eine solche Muschelhälfte bei sich. Ah, und die andere Hälfte schenken sie jemandem, der zu Hause auf sie wartet? Ich liebe solche romantischen Geschichten. Aber sollte jemand anderes diese Muschelhälfte zu Gesicht bekommen, ist es ein Omen für den Tod. Okay.
Ist doch nicht ganz so romantisch. Ein bisschen creepy, maybe. Aber hat es eigentlich cool angefangen und dann so, never mind. Interessante Form, oder? Nice. Weder zu groß noch zu klein. Puh, gute Ausbeute. Ich denke, die sollten doch wohl reichen. Genug für heute? Was meinst du? Schließlich geht es nicht nur um mich. Wir sind doch beide auf diesem Date. Ja. An dieser Stelle wäre es angebracht zu sagen, am liebsten möchte ich noch viel mehr Zeit mit dir verbringen. Egal, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Du willst mich unbedingt mit dem Rücken zur Wand sehen. Aber es stimmt schon. Würde ich das jetzt nicht sagen. Tut mir leid. Aber ich will mehr Zeit mit Aris. Immer. Aber nein, doch, ich will wohl hier. Schoko, so, nee, 2 mm zu weit vorne. Gibt's nicht. Goldstaub. Oh, okay. Da ist. Warnung! In dieser Umgebung hält sich mindestens ein gefährliches Ungeheuer auf. Seltene Sandkalmar-Spezies identifiziert. Muss das wirklich sein? Für das Verzeichnis auf. Schon die Tentakel des gemeinen Sandkalmars gelten als Genuss. Nun! Doch die Tentakel... Okay. Wirksam, Feuer! Hinterspezies werden unter Feinschmeckern als besonders schmackhafte Delikatesse gehandelt. Doch nicht nur Genießer wollen den Sandkalmar in den Kran. Auch in der Tierwelt hat er viele... Ich bin so dumm, er blockt einfach nicht. Schön. Ob der wirklich so lecker ist, wie sie sagen? Dieser Frage sollten wir unbedingt auf die Schaustation. Ich hab was zu tun. Okay, das sind Hurensohn, I guess. Mach du dich auf. Ich hab keine Chance gehabt. So, ich mach doch auf den Link. Like, what the fuck? Warum mach ich denn... Verbrenn! Jetzt oder nie! Nur noch Formsache! Übernimm du. Komm schon! Herr, die wechseln! Immer muss ich die Suppe auswirken! Hab ich hier überhaupt irgendwas? Flamme der Ninja! Ah, okay, das war... Nimm das! Stein! Dann da tut... Ah, das ist überhaupt gar nichts. Wird das gut. Nichts. So nicht. Das sind Drecksviecher, die mag ich nicht. Los! Neuer Plan. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Ab mit dir! Los! Gemeinsam! Die Viecher sind not funny. Das ist Witze. Jetzt gibt's eine Lehrstunde. Das soll ich dir heim! Hat sich nicht gelohnt, Cloud. Joa, ich kann nichts machen, ne? Aris wird durchgefickt gerade. Was mach ich nur? Was mach ich nur? Ich kann nichts machen gerade. Weil die Viecher die ganze Zeit mich anhauen oder mit Eisdings und dass ich nichts tun kann. Zusammen. Prima. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt noch habe gerade. Phoenix Trank. Oh, Alter. Damit sollte es wieder gehen. Oh, los geht's! Ah. Übernimm du! Na gut, wenn's sein muss! Wo ist mein ganzes Feuer? Hey, du bist dran! Ziemlich hart! Schaffentechnik, Feuermann! Ja, genau so! Das war erst die Aufwärmrunde! Alles geht! Ja, ich schaff das sowieso nicht im Zeitlimit. Lass mal abprobieren. Jetzt liegt es an so schön, wenn ich nochmal Feuer hinbekomme. Genau her! Hoppla! Los! Der ist für gemeinsam! Das war klasse! Was soll das? Wo ist mein Gebet? Wenn ich. Du schaffst das schon! Wird erledigt! Gib dir alles! Ja! So wird das nicht! Wetteraktion! Mein? Hab dich gewartet! Mir? Klar! Das sind Mistviecher. Etwa müde? Flieg! Wie ist das? Der Kampf war so spannend, dass ich gar nicht
Also ja, mit ihrem Element muss ich nochmal ein bisschen schauen. Ganz schlau werde ich nicht. I don't know. Ich wollte hier eigentlich auch nichts anderes einsammeln. Ich wollte zurück. Für die Sidequest wollte ich hier beim nächsten Mal mitnehmen, aber... Hier ist halt eine mysteriöse Absperrung. Oh, okay. Wait, kann ich zurückporten mich? Für die Quest zum Abgeben? Ah, nice. Dann kann ich wenigstens noch schnell die Eris-Quest abgeben. Bin ich schon wieder gleich 1.30. Ich versuche jetzt auch wieder täglich ein Part rauszuhauen, aber im Moment ist halt bei mir echt sehr viel Stress in Real Life. Ich gebe mein Bestes, aber jetzt über Ostern habe ich es halt echt nicht geschafft aufzunehmen. Und jetzt durch diesen Wasserschaden... Ja, schwierig. Mal sehen, ich gebe mein Bestes, jeden Tag ein paar draußen. Alone in the Dark habe ich auch nicht vergessen, aber ich komme im Moment halt zu kaum was. Und gerade weil diese Parts so lang sind, so ich könnte aus 1.30 drei Parts machen. Was ja? Da seid ihr ja wieder. Rip. Habt ihr mir ein paar tolle Muscheln mitgebracht? Sollte ich mir vielleicht angewöhnen, ein bisschen kürzere Parts. Ausritt? Ich nehme mal an, je besser die Sterne, desto besser, also die... Muschel? Also drei Sterne, bessere Muschel, I guess. Ja. Wahnsinn, oder? Die gehört auf jeden Fall in ein Museum. Selig, oder? Um ein Lächeln ins Gesicht seiner Liebsten zu zaubern, braucht es Muscheln oder eine schöne Erinnerung. Oder beides. Dank euch hatte ich gerade eine Eingebung für einen atemberaubenden Schnitt. Muss sofort zurück in den Laden. Kommt doch später bitte zum Veranstaltungsplatz am Strand von Costa. Dort findet unsere Modenschau statt. Bis dann! Did you say Modenschau? Die nehme ich noch mit. Beim nächsten Mal auf einem Chocobo reiten wir zusammen, ja? Das würde ihn sehr langsam machen. Umso besser. Mehr Zeit, die Landschaft zu betrachten. Ich sitze aber vorn. Na klar. Ich weiß doch, dass dir sonst schlecht wird. Bin ich dafür einfach mal ein Chocobo-Time mit Aris. Dann schauen wir mal kurz. Ja. Oha. Mit diesem Teil schießt man sein Herzblatt ganz sicher ab. Wenn man zielen kann. Das Rennen um die Liebe kann nur eine gewinnen. Und zwar die Trägerin dieses Teils hier. Wenn man zielen kann, ja. Wer das perfekte Date will, muss beim perfekten Outfit anfangen. Wenn man, keine Ahnung, Muscheln. Die kennen wir doch auch. Das ist ja Muggibude da in Midgar. Also, wie ist das da? Damit so ein Outfit auch richtig zur Geltung kommt, braucht es ordentlich Muskelmasse. Findet ihr nicht? Sixpack und Knackers gefällig? Kriegt ihr! Kommt noch heute zum Mann. Oh Mann! Wo kühne Recken schwitzen, damit die Muskeln blitzen. Oh, Budi. Schön. Die sind also auch hier. Johnny, reicht ja nicht. Ihr seid ja wirklich gekommen. Und? Wie hat euch unsere neue Bademodenkollektion gefallen? Muschel. Ganz und gar fantastisch. Allerdings weiß ich immer noch nicht, was wir dazu beigetragen haben. Die besten Inspirationen kommen uns immer, wenn wir Turteltäubchen in Costa beobachten. Genau. Costa del Sol ist das Paradies unter der Sonne. Hier verbringt einfach jeder eine schöne Zeit. Und die Erinnerungen dieser Leute fangen wir für unsere Mode ein. Wir wünschen uns nämlich, dass alle auch weiterhin am tiefblauen Meer, unter dem endlosen Himmel und am glitzernden Strand nach Herzenslust Spaß haben. Na, oh, nice. Wenn das mal nicht der gute Cloud ist. Ah, nicht so nice. Ha? Wir kennen uns doch vom Wallmarkt. Was machst du denn hier? Betriebsausflug. Wir sind jedes Jahr in Costa del Sol. Um ein bisschen zu entspannen und uns neue Outfits schneidern zu lassen. Da fällt mir ein, komm doch nachher mal vorbei, Cloud. Wir könnten da bei einer gewissen Sache nämlich gut die Hilfe des Alleskönners gebrauchen. Natürlich.
Ich schau mal. Oh, what a surprise. Neue Herausforderung. Ja, geil. Aha, weg. Ah, oh, cool. High five, Iris. Das war aber zwar schick, ich jetzt die Outfits? Aber ob ich das tragen kann? Jetzt müssen wir nur noch mit der Produktion hinterherkommen. Na gut, dann würde ich sagen, war's das aber für heute. Danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann. Ciao, ciao.